take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge. Heute schon das zweite Video und zwar kümmern wir uns heute um die Prime Icon Moment SBC. Vorhin gab es schon die Puzzle SBC, ein Verein. Könnt ihr gerne abchecken am Ende des Videos. Eine recht simple SBC, wo man sich ein 30k-Set abholen kann. Ja, und jetzt kümmern wir uns heute um die neue Prime Icon Moment SBC, Emmanuel PT. Hol dir durch Teamaufbau die Prime Moment Version von Emmanuel PT. Wir haben 11 Segmente, die wir abschließen müssen. Und wir kümmern uns mit dem Format, lohnt sich die SBC, ja oder nein? Wieder um diese SBC, für die, die neu sind und nicht wissen, was das für ein Format ist. Ganz klar, wir stellen uns die Frage, lohnt sich die SBC, ja oder nein? Meine Meinung werde ich euch in diesem Video mitteilen. Eure Meinung ist natürlich auch gefragt. Heißt, wenn ihr sagt, hey, die SBC lohnt sich, mit Begründung auf jeden Fall in die Kommentare. Aber auch wenn ihr sagt, hey, das Ganze lohnt sich mal überhaupt gar nicht, dann mit Begründung in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr von der Emmanuel PT SBC haltet. Wir werden uns auf jeden Fall alle Pros und Kontras dieser SBC anschauen, wirklich alles im Detail anschauen. Wir werden uns fragen, okay, was kostet die SBC eigentlich? Wir werden Karten vergleichen, wir werden uns die auf dem Markt anschauen, die Emmanuel PT Karte, die Prime und die Prime Moment Version. Und dann werden wir uns in die SBCs reinstürzen und schauen, was wir da auf jeden Fall machen müssen. Und natürlich, was bekommen wir für Packs zurück. Ja? Und dann werden wir uns das mal alles genau anschauen. Und am Ende werden wir ein Fazit ziehen, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Die Karte selber werden wir uns natürlich mit den jeweiligen Details und Stats halt auch anschauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir rein in die SBC. Wie gesagt, vorhin rausgekommen, Emmanuel PT. Und ja, wenn euch das Format gefällt, lohnt sich die SBC oder euch ihr generell an SBCs in FIFA 19 interessiert seid, wo ich auch Sachen abschließe. Ihr seid es ja, wie gesagt, eigentlich von mir gewohnt, dass ich hier SBCs immer abschließe. Dann zerstört einfach den Like-Button. Dann weiß Bescheid, dass ihr auf jeden Fall mehr davon sehen wollt. Lasst einen Kommi da, seid aktiv. Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid. Und würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. In dem Sinne würde ich sagen, ja, Road to 20k hat begonnen. 19.000 Abonnenten haben wir jetzt geknackt. Da auf jeden Fall fettes, fettes Dankeschön an euch. Und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir rein. Also lasst ein Like da, Abo da lassen, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr wirklich keine weitere SBC. Also, Emmanuel PT. Wir sehen natürlich erstmal vorab keine Zeit. Das habe ich schon beim letzten Video gesagt, bei Seedorf, als wir uns um den gekümmert haben, dass die große, große Änderung bei den Prime Moment Versionen, wir haben keine Zeit vorgegeben. Keine 30 Tage, das ist rausgenommen worden bei den Prime Icon Moments SBC, ist das natürlich top. Das muss auch ganz klar auf die positive Seite, heißt man kann das Ganze wirklich ja, Woche für Woche, Schritt für Schritt einfach abschließen, wenn man sie unbedingt haben will. Emmanuel PT, wenn man jetzt Arsenal-Fan ist oder sowas zum Beispiel, ja, oder PT-Fan an sich, dann stellt sich die Frage ja gar nicht. Dann ist klar, dass man sich den auf jeden Fall holen will. Trotzdem schauen wir uns ihm im Detail mal an. Das ist die Karte, 91er ZDM PT, 81er Tempo, 83er Schuss, 83er Passen, 79er Dribbling, 89er Def, 90er Physis. Und das erstmal so auf den ersten Blick, Tempo, Schuss, Pass, gut ausgeglichen. Dribbling leider auch nicht über 80. Schade eigentlich, wäre sonst eine richtig krasse Karte, so erstmal von den Face-Stats her gesehen. 89er Def, 90 Physis, kann man auf jeden Fall erstmal was mit anfangen. Wenn wir dann reingehen auf die Karte und uns das mal im Detail anschauen am Anfang, sehen wir erst 1,85 groß, hoch die Arbeitsraten. Linker Fuß ist der starke, okay, 3 Sterne ist nicht so krass gut. Hoch finde ich aber nice, vor allen Dingen für so einen ja, Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Richtig gute Arbeitsraten, dass der sowohl nach vorne und auch nach hinten richtig Gas gibt. Mal schauen, was er für Ausdauerwert hat und das checken wir jetzt direkt mal ab. 96 Ausdauer, also der wird auf jeden Fall gut laufen können, lange laufen können, das finde ich top. Fangen wir mit dem Tempo an, 81er Tempo mit 82er Antritt, Spritgeschwindigkeit liegt bei 81. Dann schauen wir uns den Schuss mal an, 83er Schuss mit 87er Stellungsspiel, 92er Schuss, bisschen komisch. Also 92er Fernschüsse und Schusskraft, aber dann Abschluss bei 76, Volleys bei 77, okay, Abschluss muss er nicht haben als 6er oder als 8er ungefähr. Volley ist trotzdem nicht so gut, Elfmeter auch nicht so gut. Okay, das zieht dann ein bisschen den Schusswert runter, aber sonst Schuss an sich top. Flanken liegen bei 82, könnte auch besser sein. Kurzer Pass bei 91 Übersicht, damit bin ich überhaupt gar nicht überzeugt. 79 Übersicht, was ist das denn? Also da bin ich enttäuscht. 85er langer Pass, okay, kann man was mit anfangen, aber Übersicht nur bei 79, das kann doch nie sein. Also es ist eine Prime-Moment-Version von PT, der hat doch safe mehr Übersicht gehabt. Dribbling. Reaktion bei 86, Ballkontrolle 87, Ruhe bei 91 und dann das Abfangen bei 92, Manndeckung,
Ja, also die Dev- und Physis-Werte sind top, da kann man nichts sagen. Und je nachdem, was man für einen Campstyle draufpackt, Encore, Shadow und so weiter, je nachdem, wie man, wo man ihn einsetzt, auf dem Achter, als Achter, als Sechser und so weiter und so fort, kann man da auf jeden Fall noch gut was boosten. Großes Negative ist auf jeden Fall bei mir Dribbling und Passspiel. Der Rest ist sehr gut. Je nachdem, sogar mit Campstyle noch besser, kann man das noch besser machen. Schauen wir uns gleich auf jeden Fall mal mit vergleichbaren Ikonen an. Ja, vorab natürlich, was kostet Emmanuel Petit? Momentan stand jetzt 1,5 Millionen Münzen. Warum kostet er 1,5 Millionen? Wir wissen ja, Cannavaro zum Beispiel, der steigt ein mit 1 Million. Hier nur 8 Segmente. Dann haben wir hier Clarence Seedorf, der war, als ich das Video gemacht habe, bei 1,4. Jetzt ist er schon bei 1,2. Und Ruud van Nistelrooy ist auch bei 1,5 Mille. Warum ist er auch bei 1,5 Mille? Natürlich, jetzt wird es interessant. Es ist 1:1 das gleiche, was ihr für Van Nistelrooy abgeben müsst. Also, jeder fängt mal klein an. Bronze Squad selten kennen wir. Silber Squad, alle selten auf dem Weg an die Spitze, kennen wir. Weltklasse, 2 Informs, 9 seltene Goldspieler, kennen wir. Ikonenstatus, kennen wir. Bekommen wir hier noch das 100k-Set? Natürlich. Jumbo seltene Spielerpack ist am Start. Ja, und dann hier 83er, 84er, 85er, 285er, 86er, 87er, 88er Squad. So, und das nicht nur squadweise, sondern zwei Team of the Week Spieler. Genau wie bei Van Nistelrooy. Genau wie bei Van Nistelrooy. Und sorry, Leute, aber da dachte ich mir echt, ey, was ist denn da los? Also, das könnte mich wieder aufregen. Ne, EA einfach. Van Nistelrooy, schauen wir uns den mal an, Leute. Der hat einen Bombenschuss, der hat ein Bombentempo. Aber der Rest, 82 Ausdauer nur, Sprungkraft bei 79. Das ist doch kein Top. Das ist einfach keine Prime-Moment-Version, wo ich sage, hierfür gebe ich 1,5 Millionen aus. Clarence Seedorf bei 1,2 fand ich top preislich. Cannavaro bei 1 Million mit 8 Segmenten, top. Gehen wir mal kurz bei dem rein, um das mal im Vergleich zu haben, ja? Also, hier, das immer gleich, identisch. Und dann 85er, 86er, 87er, 88er Squad. Ohne Informs. Leute, und guckt euch mal diese Karte an. Der hat Tempo. Dev, Physis, okay, er ist nicht der Größte, 1,76, aber dafür hat er Sprungkraft bei 98 und Kopfballpräzision bei 93. Also, und das ist, dafür würde ich dann eher hingehen und sagen, okay, dafür gebe ich eine Mille aus, wenn ich keinen Top-Innenverteidiger im Starter-Squad habe. Ihr wisst, ich habe Totti Varane und Totti Ramos im Team, deshalb gehe ich jetzt nicht auf Cannavaro. Trotzdem, Emmanuel Petit genauso viel, dass er genauso viel kostet, 1:1 wie Van Nistelrooy, finde ich eine pure Frechheit. Und deshalb würde ich ganz klar sagen, Leute, das lohnt sich nicht. Ich werde das gleich noch auf jeden Fall noch untermauern mit dem Kartenvergleich. Und wie gesagt, bekommen wir hier das 100k-Set, Prime Gold Spielerset, Megapack, seltenes Spielerpack, jeweils 50k-Sets. Das ist auch identisch. Und hier nochmal das 100k-Set. Muss man auch bekommen für einen 88er-Squad mit zwei Team of the Week-Spielern. So, und dann haben wir noch, falls ihr euch unsicher seid mit Emmanuel Petit, dann haben wir natürlich auch wieder die Leihkarte hier am Start. Müssen wir hierfür auch einen 82er Squad abgeben. Schauen wir direkt mal nach, was wir hier am Start haben. Jawohl, 82er Squad, 80 Teamchemie. Also ihr könnt natürlich, wenn ihr Spaß und Laune habt, jeweils für 10 Spiele jeweils immer die Leih-Ikonen einfach euch holen. 82er Squads abschicken, dann habt ihr schon mal 4 geile Leih-Ikonen. Könnt ihr auf jeden Fall machen. Wäre eine Option, lasst mich wissen, ob ihr darauf geht. Ja, und was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon, dass Emmanuel Petit 1:1 einfach identisch zu Van Nistelrooy ist? Ich finde es einfach zu krass. Also, ich weiß auch nicht, was das soll. Wenn wir uns nochmal die Stats anschauen von Petit. Das geht besser. Das geht auf jeden Fall besser. Wir schauen jetzt direkt mal nach auf den Transfermarkt. Ich habe mir die eben schon, Ich habe mir die eben schon mal auf die Kandidatenliste gepackt. Denn jetzt wird es interessant. Also, wir wissen, dass dieser Prime Moment, dass die Prime Moment SPC, hier haben wir sie, mit 1,5 Millionen bei den SPCs jetzt reinstartet. Okay, wir wissen, wir bekommen die Packs zurück. Okay, sehe ich auf jeden Fall ein. Kann man auf jeden Fall auf die positive Seite schreiben. Aber auf der anderen Seite, man muss halt erstmal Packluck haben. Ne? Und das ist nicht immer gegeben bei EA, würde ich jetzt mal so behaupten. So, aber wir sehen jetzt hier ein Petit, der ist bei 1,8 momentan. Mal gucken, ob neue draufgekommen sind. Nein, momentan nicht, aber er ist bei 1,8. So, wie Sie wissen, die SPC startet bei 1,5 rein mit den Packs. Und man macht den vielleicht dann auch billiger. Jetzt die nächsten Tage, ist er eben erst rausgekommen, würde vielleicht noch günstiger. Bei 1,4 würde sich vielleicht einpendeln. Und dann macht man ihn vielleicht für 1,1. Man hat ja genug Zeit für ihn, ja. Man hat kein Zeitlimit. Und
sagen wir mal, man macht ihn für 1,1 Mille. Man hat die Packs, zieht nicht richtig wirklich was Krasses. Lohnt es sich dann, diese SBC zu machen? Und ich muss dann ganz klar sagen, dann geht man vielleicht eher hin, wenn man ihn unbedingt haben will. Man kann ihn auch für 1,8 Mille holen. Je nachdem aber, was man im Verein hat, Erstbesitzer, Untauschbare, kann man ja wirklich krass viel an Münzen runterziehen bei der SBC. Heißt, wenn man einen PT durch die ganzen Untauschbaren, die man im Verein hat, die man vielleicht wöchentlich zieht, für 800.000 macht oder für 700.000, dann ist natürlich klar, dann lohnt sich das auch wirklich, wenn man ihn auch wirklich spielen will. So, und da kommen wir zum nächsten Punkt. Will man ihn wirklich spielen? Wir haben hier einen 90er PT, der ungefähr bei einer Mille liegt, soweit ich weiß. So sieht's aus. 930.000, also 900.000. So, und das ist natürlich jetzt schon mal, ist schon mal die Hälfte von der 91er-Version. Ne? Und jetzt checken wir mal hier kurz ab, wie das Ganze aussieht, wenn wir hier auf Attributdetails gehen. Ob der wirklich krass viel besser ist. Tempo plus 3. Passspiel fällt mir jetzt nicht so krass viel auf, dass beim Passspiel was anders ist. Muss ich ganz klar sagen. Was haben wir noch am Start? Die Def ist auch nicht wirklich krass. Ja gut, die plus 4 Def ist am Start. Ne, plus 1 Def. Ich sehe das mal bei Kanté. Also Leute. 2 Def. 1 Physis. 1 Dribbling. Der Schuss. Okay, der Schuss ist was besser. Passen, aber das bei einem Sechser. Bei einem Sechser muss doch Def und Physis höher sein. Dann geht doch lieber hin und kauft euch hier für 900.000 so ein Prime Petty. Also ich verstehe es nicht. Oder Vieira zum Beispiel, ja. Wir checken das jetzt zum Beispiel mit Kanté ab, ja. Der kostet, also wenn man jetzt sagt, hierfür gibt man 1,5 Millionen aus, auf dem Transfermarkt, 1,8. Dann, Leute, dann geht lieber hier auf den Kanté, der kostet 2,1. Und der hat richtig krasse Werte im Vergleich. Gehen wir mal hier wieder drauf. Guckt euch das mal an im Vergleich. Dribbling. Viel, viel besser. Viel, viel besser. Also wenn ihr die 1,8 Mille habt und sagt, oh, für 1,5 mache ich mal den Petit, dann spart noch ein bisschen hin auf Kanté, Leute. Und ballert euch dann Kanté rein, der wirklich x-mal besser ist. Vieira schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an. Also hier von der Kandidatenliste löschen und Kanté auch. So, und jetzt schauen wir uns die beiden nochmal an. Das fand ich mich auch sehr interessant. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Ähnliche Werte. Okay, ich sehe es ein. Ne? Ihr seht Flanken zum Beispiel. Ganz klar auf Petits Seite. Aber seht ihr, was ich meine? Seht ihr, was ich meine? Und dann so ein Vieira. Wie viel der kostet. Und das ist doch bestimmt nur wegen seinem Namen. 2,7. Wir schauen uns jetzt nochmal hier die Spielerbio an. Okay, Vieira ist 1,92. Hoch, hoch, mittelhoch. 3 Sterne haben beide. Also das ist das, was ich meine. Ich finde es halt schwer von der Position her, muss ich ganz klar sagen. Das ist auf jeden Fall meine Meinung zu Emmanuel Petit. Meiner Meinung nach lohnt sich das nicht. Wir müssen bedenken, und das kommt als letzter Punkt jetzt noch dazu, morgen kommt noch eine Prime Moment SPC und am Montag auch noch eine. So, und ganz klar, ich würde auf Pelé viel, viel lieber gehen. R9, Cruyff, Hüllit, ja, solche SPCs. Dafür spare ich dann lieber meine Coins auf, anstatt dann hier für ein Prime Moment SPC PT das Ganze auszugeben. Lasst mich, wie gesagt, gerne eure Meinung wissen. Ich bin richtig gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Und ja, das soll es gewesen sein von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, zerstört einen Like-Button. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.